grüße dich. Ich lasse mich noch mehr in diesen Fluss fallen, in diesen Fluss der Energien. Und mit diesem Gedanken und mit der Vorstellung, dass ich einfach alles loslasse, komme ich ganz schnell in eine Leichtigkeit. Ich lasse mich führen und ich lasse diese ganze Kontrolle los, die Kontrolle, die ich immer noch so immer wieder festhalte. Mach das mal, wenn du möchtest, mit dem Gedanken, ich lasse jetzt alles, was ich noch irgendwo festhalte, los. Und kannst dir vorstellen, wie du so die Zügel loslässt und wie du dich dem Flow, dem Fluss der Energien hingibst. Und in dieser Leichtigkeit verbinde ich mich ganz mit der Schöpfung, mit der Quelle, mit der Erde und bin ganz in meiner Präsenz, ganz klar, ganz zentriert. Und spreche, was bei mir jetzt hineinfließt. Diese weiche und leichte Energie, diese klare, leichte Verbindung, die so frei ist und sich alle diese Fäden lösen, diese Fäden, die ihr immer noch festhaltet. Diese Fäden, die euch immer wieder auch ins Außen ziehen, weil sie so verbunden sind mit Energien, mit Ängsten, die ihr noch kontrollieren möchtet. Die Energie des Lichts, die Liebe, die Klarheit. Die Energie im Herzen braucht keine Kontrolle. Je mehr du darauf vertraust, je leichter kommst du in diese fließende Energie. Diese fließende Energie, die dich mitträgt, mitzieht, die dich in deine eigene Bahn leitet, in die Bahn, auf deinem Weg in das Lichtvolle, Klare und in die Bewusstwerdung, wohin du möchtest, wohin dich dieser Strom also mitzieht, mit hinbringt. Die zeitliche Energie im Moment hier
du jetzt ganz bewusst wahrnehmen kannst, ganz bewusst in deinem Herz aufnehmen kannst. Diese lichte, feine, reine Energie, öffne dich ganz dafür. Es ist jetzt so wie ein ganz klares Feld, das so offen steht, das wir ganz bewusst betreten können. Nicht in einer Meditation, sondern mehr in unserem Alltag betreten und auch darin verweilen. Diese ganz klare, feine Energie. Bringt auch so wie ganz tiefes Vertrauen ins Herz. Es berührt und es öffnet. Es öffnet das Herz, weil du in dieser Energie erkennst, also eigentlich so dieser fließende Übergang oder das Fließen, oder es ist nicht mal nur so ein Weg, es ist so, als würde alles ineinander fließen. Wenn du dir vorstellst, dass du dein Herz ausweitest, ganz leicht und Licht, ganz weit ausdehnst, und wie sich alles so vereint. In alle Richtungen, nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten. Die geistige Welt unterstützt uns, noch mehr in diese Leichtigkeit einzutauchen und vor allem diese Leichtigkeit wirklich im Alltag mitzunehmen. Dieser Raum, der da ist. Es ist nicht nur ein Fenster, das sich öffnet und wieder verschließt. Es ist ein offenes Feld, das wir immer wieder ganz bewusst betreten können, drin bleiben können. Und wenn wir wieder draußen sind, können wir wieder reingehen. Dieser fließende Strom, den ich jetzt so wahrnehme, bringt uns in ganz tiefe Erkenntnisse und, ja, und in dieses ganz klare Wahrnehmen und Vertrauen. Die Illusion, dass diese Illusion diese Ängste, die Illusion alles zu kontrollieren, damit es funktioniert. Können wir ganz loslassen in dieser Energie, weil wir so tief im Innersten spüren können, dass wir einfach sind und dass nichts passieren kann, dass nichts
dass ich nichts kontrollieren muss, dass ich vertrauen kann und in diesem Vertrauen genau die richtigen, genau das anziehe, was für mich richtig und was für mich gut ist. Es ist eine tiefe Einsicht in das, was wirklich ist, in das, was unendlich ist, das, was nicht vergänglich ist. In dieses ganz klare, reine Licht in dir selbst. In dieser Energie, die ich jetzt schon seit 2-3 Tagen so stark wahrnehme und selber auch wieder in diesen Raum wieder betreten habe. Ich wünsche dir, dass du in dieser Energie einen wunderschönen Tag verbringst. Und somit auch deine eigene Frequenz erhöhst. Bis bald.